Guten Abend. Ich weiß nicht, ob ihr genauso empfindet. Ich finde, in letzter Zeit ist es so ruhig, ruhig geworden. Da war es noch gar nicht so warm. Und ja, irgendwie ist es auch nichts mehr auf YouTube los. Natürlich gucke ich. Ich gucke sogar Mainstream-Medien oder höre mir das an. Ich muss ja wissen, was los ist, ne? Man sollte also die andere Stimme auch kennen. Was mir gestern auffiel, unsere ganzen Revolutionäre auf diesem Kanal, die waren doch alle verschwunden, als das ist immer so, wenn die Tagesschau angeht. Und das war gestern ganz besonders beim Fußball zu sehen. Naja, gut, okay, es ist halt so. Brot und Spiele, aber meckern, aber drauf reinfallen ist die andere Seite, ne? Naja, gut, okay, kann man ja nicht ändern. Was mir auch auffällt, es gibt immer mehr, wie soll ich denn sagen, Durchhaltevideos für die Erwachten. Und so hat heute zum Beispiel auch ein Lehrerkollege, JEB2410, ich werde euch das verlinken, so hat er das auch getan heute und ja, er hat dargestellt, wie er auf den Weg kam, wie er anfing zu zweifeln und er hat auch Verständnis für die anderen. Natürlich, habe ich auch, haben wir alle. Naja, gut. Interessant waren die Kommentare. Ihr könnt euch ja mal, weil ich das ja wie gesagt verlinke, könnt euch das ja mal angucken. Und ja, die Kommentare waren so ungefähr sinngemäß, ja, überall gibt es so viel Schlafende. Und das Schlimme ist, man erntet nur Schulterzucken, wenn man mit den Leuten darüber spricht. Und darüber waren die Leute auch sehr traurig, die Kommentierenden, ne? Ich habe dann drunter geschrieben und so denke ich mittlerweile auch, wir können ja nicht jeden retten. Es geht nicht. Und die wollen es ja auch gar nicht. Warum? Das hatte ich schon beschrieben. IQ ist nichts, Unbildung alles. Ich verweise wieder aufs Buch, klar. Ja. Ich werde auch den Link dazu anfügen, unten in der Videobeschreibung. Aber wir sollten, und das finde ich, wir sollten auf jeden Fall versuchen, die zu retten, die uns irgendwie am Herzen liegen. Freunde, ehemalige Freunde, wo wir dachten, Mensch, das sind Freunde, die eigentlich auch ganz gut sind von ihrem Herzen her, die aber eben anders denken als wir. Und ich finde, da sollte man schon Überzeugungsarbeit leisten. Allerdings, heute hatte ich nämlich ein Gespräch vor einer Stunde ungefähr. Und es hat einer sein schönes Motorrad schnell mal vorgeführt. Wir haben uns beide gefreut darüber. Und natürlich kommt man auch auf dieses Thema, was im Moment alles bestimmt. Und ich habe mich so geärgert. Ich habe gesagt, naja, siehst du, da hast du das mit dem Thema Zulassung. Überall werden wir beschnitten werden und das wird noch schlimmer. Ja, da kann man halt nichts machen. Sag, wieso? Na, natürlich, wir müssen uns dagegen wehren. Ja, du immer. Ja, klar. Ich sage, weißt du denn zum Beispiel, dass die Amerikaner jetzt rausgefunden haben, dass dieser Impfstoff da, der mRNA-Impfstoff dann tatsächlich auch Auswirkungen auf unser Erbgut hat? Ach, na ja, ich will keine Kinder mehr. Ja, solche Ausreden, die höre ich dann. Na, sag ich, das ist egal, aber du hast aber Kinder. Na gut, dann, es wurde ruhig und es war immer wieder dasselbe, egal. Ich habe dann auch gefragt und das sehe ich wenigstens noch als Mittel an, um einigermaßen freundlich im Gespräch zu bleiben, dass man dann sagt, oder hast du das mitgekriegt? Ne? In den Mainstream-Medien kam es ja gar nicht. Hast du das mitgekriegt, dass dies und das und jenes war? Hast du mitgekriegt, das und das? Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Und wenn er es mitgekriegt hat, ja, dann das Schulterzucken. Naja. Das Seltsame. Ich werde euch wahrscheinlich noch einen Link auch mit reinschreiben. Ich hatte mal auch über das Thema mit einem Brustton der Überzeugung gesprochen, wie Schlafende bzw. Ungebildete mit einem knallharten Argumentieren und knallharten Reden und das ist definitiv so und da ist ein Punkt dahinter und wie die so beigehen, um ihre Überzeugungen klar zu machen. Warum ist, das habe ich in diesem Video da eher erläutert. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ich möchte nur an eins erinnern. Ich kann zumindest von mir behaupten, und ich kenne genug von meiner Sorte, und ich kenne sehr viele von meiner Sorte, ich kann von uns behaupten, dass wir doch einigermaßen erwacht sind und nicht so dämlich. Dämlich heißt abgestumpft, ne? Verblödet. Das sind wir nicht. Und wir könnten uns eigentlich diesen Brustton der Überzeugung leisten. Daran möchte ich mal erinnern. Und ich habe das in letzter Zeit ausprobiert.
Wenn zum Beispiel einer sagt, weil er an eine Wand gefahren ist, argumentativ, ja, das weiß ich nicht. Ne? Das ist dann so eine Ausrede, um, das sagt man im Juristischen, mit Nichtwissen bestreiten, einen Fakt. Ja, das weiß ich nicht. Dann sage ich, aber ich weiß es. Oder wenn dann so wie heute solche Sachen kamen, dann habe ich gesagt, ja, dann komisch, aber ich weiß es. Oder das weiß ich genau. Ja, damit habe ich mich nicht beschäftigt, aber ich habe es getan. Nicht sagen, das musst du auch, sondern einfach bloß darauf hinweisen, du Alter, ich bin auch nicht blöd. Möchte ich als Gedankenanstoß geben? Vielleicht hilft's ja. Auf jeden Fall ihr, die ihr erwacht seid, und jemand anders wird es hier nicht gucken. Ihr, an euch möchte ich appellieren, ihr nehmt diesen Brustton der Überzeugung auch an. Ihr könnt es euch leisten, das ist das eine. Und versucht, die Leute irgendwie zu retten, zu überzeugen, gerade was das Thema Impfung angeht, die Leute, die euch eigentlich früher am Herzen lagen und eigentlich vielleicht auch noch am Herzen liegen. Wie gesagt, sie können ja nichts dafür. Das war vielleicht ein Gedankenanstoß. Vielleicht ist das wert, dass ihr drüber nachdenkt. Ich wollte es zumindest versucht haben. Aber wie gesagt, wahrscheinlich renne ich bei euch da die offenen Türen ein und na denn. Wenn ihr gute Ideen habt, also nicht bloß Meckereien, dann schreibt sie in die Kommentare. Und Leute, ich sage nur, macht was, ne? Aber macht's gut. Bis zum nächsten Video.